Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Maishäckseln auf der Südhemmern in LS19. Ja, ich habe mich mal wieder selbst ein bisschen hinter den Häcksler geschwenkt, um mal so ein bisschen hier voranzukommen mit der ganzen Häckselgeschichte. Ich denke mal, spätestens wenn der erste voll ist, werden wir hier eh wieder dann auf den Helferbetrieb umstellen. Aber im Moment, ja, fahre ich halt mal die Kiste wieder selber, weil es ist halt doch ein geiles Gerät hier, der 960er Jahre Rua mit dem TerraTec, also mit dem Kettenantrieb. So gut, hier lässt er jetzt irgendwie 3, 4, 5 Dingerchen stehen, auch egal. So, drehst du jetzt, bitte? Lieber Trakteur. Kommst du jetzt? Hallo? Wie weit schmeißt er noch? Gut, was ist jetzt da? Ach, da kommt der andere schon. Oder hast du dich hier irgendwie festgefahren oder was? Eigentlich ja nicht. Gucken wir mal. So, einer von euch zwei sollte auf jeden Fall zu mir kommen, bitte. So, aber jetzt hat sich der andere festgefahren. Wir haben auch nicht mehr allzu viel hier. Ich hoffe mal, dass wir das heute noch fertig bekommen. Das wäre na klar sehr gut. Aber dann können wir hier kurz mal den Helfer reinhauen. Dann können wir nämlich den da einmal befreien da hinten. Ja, da ist eine Laterne, falls du es nicht bemerkt hast. Ich will mal was probieren, ich will mal was testen. Wir nehmen das mal weg. Wenn wir dem Kollegen hier sagen, er soll Drescher abfahren, und zwar vom Feld 8. Naja, im Grunde müsste man sagen, zum Rüben, Futterlager, haben wir schon einen Kurs, perfekt. Dann gucken wir mal, ob der dann hier das kann. Dann müssen wir dem Jaguar auch noch sagen, dass er auf Feld 8 ist. Und wieso fährst du nicht weiter? Hat sich das irgendwie abgeschaltet? So, gut. So, dann sagen wir hier, du bist auch auf Feld 8. Und dann gucken wir mal, ob der... Wo ist der jetzt hingefahren? Ja, gucken wir, ob der Kollege mit dem Ladewagen das gleich schafft und ihn hier erkennt. Weil dann wäre es nachher nochmal eine ganz geile neue Sache. So, aber guck mal, Kollege, du bist voll. So, jetzt machen wir das bei dir aber genauso. Halt. Entlassen, wir machen das mal weg. Das weg, halt, das weg, hier. Von Feld 8 zum Hof Futterlager. Drescher abfahren. Gut, der fährt darum. Jetzt müssen wir mal gucken, wo denn der andere ist. Ach, du warst auf dem Weg zur Joghurtfabrik. Guck mal, da können wir hier mal noch so ein bisschen weitermachen. Ah, Mais ansehen, ja. Ja, du nicht. Ach, du bist hier unterwegs zurück. Hier müssten wir auch noch Unkraut machen. Das machen wir später. Was waren wir hier auf der 4? Feld. Ach, der ist auf dem Weg zu Feld 1. Okay. So, dann warten wir mal ganz kurz, ob hier unser Kollege Abfahrer kommt. Vor allem, ob er hier rankommt. Also er fährt ja schon mal hierher. Das ist ja schon mal sehr gut.
Frage ist halt, ob Autodrive einen Häcksler erkennt als Drescher. Und noch steht er. Und doch. Scheint dann doch nicht so zu funktionieren. Aber wir könnten das ja anders machen. Wir könnten den ja aus dem Autodrive rausnehmen, den auf Purseplay wieder setzen. Den Kurs haben wir noch drin. Und wenn er voll ist, sagen wir dem einfach abholen und abliefern. Das heißt, er fährt von Feld 8 zum Futterlager und wieder zurück. So, das heißt, wir stellen den jetzt Curseplay technisch einmal ein. Gucken mal ganz kurz, was denn der andere, der lädt ab. Ha! Wie war das? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, der ist am Laufen. Wir brauchen den Häcksler. Ah, du stehst hier im Stau. Ist mir jetzt erstmal egal. Ja, guck mal. Da ist er. Ja, komm vor. Es wäre vielleicht schlau, wenn du die Abdeckung aufmachen würdest. Ach ja. Gibt's das hier nicht irgendwie sogar? Das ist das Zeug. Zurück. Nee. Planen. Deaktiviert. Ja. Gut, dann planen auf. Weil sonst wird das halt doch schwer, Hexenblut da reinzubekommen. So, los geht's. Ja, jetzt füllt er sich. Schöne Hupe. Gerät muss aufgefüllt werden. Das dürfte die Maislegemaschine sein. So, und der Fan ist schon wieder da, sehe ich. Sehr gut, sehr gut. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt, dass wir das hier einmal durchgeballert bekommen, damit wir einfach mal hier mit dem Häckseln fertig werden. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie du jetzt drehen willst. Ja, sieht schon ganz gut aus. Ja, passt. Und dann dürfen wir nachher noch das ganze Häckselgut einmal rüberschubsen in den Fermenter. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie viel wir denn schon haben. Weil im Moment läuft der ja mit dem GPS ganz gemütlich hier das Feld hoch. Das dürfte Häckselgut sein. Guck mal, da haben wir 214.000. Aber wenn ich das so sehe, dürfte das Lager bald voll sein. Ja, müssen wir mal gucken. Gerät muss aufgefüllt werden. Das kennen wir, die Meldung. Da aber mal ganz kurz Helfer reinmachen. Achso, das war ja die Geschichte, wo das mit dem Helfer gar nicht ging, warum auch immer. Ja, da war doch was. Na, ich wollte eigentlich schnell den 515er Fan schon mal auf Curseplay setzen. Aber wir machen erstmal die Kiste hier voll.
der frisst so ganz gut was hier runter. Ja, 9 Meter Schneidwerk, das ist auch nicht ohne, würde ich sagen. Und er sieht na klar auch toll aus, wenn ich mir so die Hupen hier angucke. Nur auf der einen Seite, aber hier sind die Steckverbindungen. Oh, hier sind am Feldrand angekommen. So, Kollege, drehen Sie mal. Oder wollen Sie nicht? So, jetzt haben wir wieder dasselbe Phänomen, dass wir den kurz manuell umdrehen müssen. Drescher sagt, ich soll anhalten. Ja, sollst du aber nicht. Du sollst weiterfahren. Und warte mal ganz kurz, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, wir müssen hier noch ein bisschen nacharbeiten. Kriegst du ja trotzdem reingeschossen da in den Anhänger, das passt doch wunderbar. Wie gesagt, gucken wir, dass wir das heute durchbekommen und dann können wir morgen wieder mit ganz normalen Arbeiten weitermachen. Wieder ein paar Sachen verkaufen, dann können wir hier mit der Bodenbearbeitung weitermachen. Wir müssen die 17 mit Unkraut spritzen. Der Xerion muss auf die 1, muss da dann irgendwas ansehen. Und so weiter und so fort. Also, es wird immer mehr, was wir hier arbeiten müssen. Das kann man nicht anders sagen. So, der ist jetzt bei 90%. Aber müssen wir, glaube ich, gleich mal den Tempomaten rausnehmen, damit wir nicht zu weit in die Luft spritzen gleich mit dem guten Häckselgut. So, 1000 Liter noch. Gut, dann, ups, warten wir. Nein, 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 halt, halt, du machst hier das weg und ja, du müsstest doch eigentlich nur abladen. Abladen. Abladen, Hof, Futterlager. So, jetzt brauchen wir den 515er. So, du machst das aus und dafür brauchen wir jetzt einen Kurs. Und zwar 939, das passt. Hier, der ist noch zugewiesen. Einstellen. Wir können hier mal ganz kurz den hier zumindest schon mal beladen lassen. Ich weiß nicht, wie schnell das geht hier. Dann können wir kurz gucken, wo der dann hin darf mit dem Joghurt. Dann gibt es nämlich gleich wieder Geld. Joghurt. Oh, 6500 beim Lidli. Das ist ja Wahnsinn. So, dann fährst du einfach VK Lidli, ja, fahren, okay, gib Gas, ja, und dich kümmern wir uns später. Ich brauche den Häcksler. Wenn der Abfahrer endlich mal kommen würde. Wieso fährt der da so im Kreis rum? Abfahrer rufen. Ach ja, wenn es denn mal funktionieren würde, wie es sollte.
entlassen. Machen wir mal dem bisschen Hilfestellung. Ja, guck mal, hier hast du deinen ersten Wegpunkt. Da musst du hinfahren. Gut, dann machen wir das nochmal weg. Beginn am ersten Wegpunkt. So, findest du jetzt den Drescher? Kein Drescher in Reichweite. Na gut, jetzt fährt er wenigstens weiter, dann können wir uns ganz kurz wo ist er? Um den da kümmern. Da müssen wir jetzt halt immer manuell einmal abladen, dann können wir den einfach zum Feld 8 zurückschicken, sobald er leer ist. Wobei, wir können doch den wirklich sagen, abholen und abladen. Abholen und abladen, Feld 8 zum Hoffutterlager. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Damit er dann automatisch ablädt und wieder zurück macht. So. Gut, du bist da. Dann weiter geht's. So, dann komm mal rum hier, mein Schätzelein. Wieso lässt du jetzt hier die eine Bahn stehen? Ja, so passt's besser. Gut, Tempomat rein. Und wir gleiten hoch. Dann haben wir noch zwei Bahnen, drei Bahnen vielleicht nach der. Kriegen wir hin. Gut, dann sind wir halt in der nächsten Folge fertig. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ja gut, das waren auch so ein bisschen die kleinen Problemchen, bis das wieder alles läuft mit dem Wenden als ab und zu. Passiert halt. Ja, guck, da kommt der nächste Abfahrer schon wieder. So. Ich kann ja auch gleich dann offline noch ein bisschen weitermachen hier, damit wir nicht allzu lange hier uns aufhalten mit der ganzen Geschichte. Damit wir eben morgen wirklich dann rein in die Bodenbearbeitung und in die ganzen anderen Arbeiten kommen, dass wir einfach nur noch die letzten paar Meter vielleicht hier häckseln. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So, wie voll ist der Kollege? 30.000, also hat noch ein bisschen Platz. Gut, aber ich würde sagen, damit machen wir für heute erstmal Schluss. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich ein bisschen weiter noch hier. Und dann sehen wir uns morgen Mittag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.